Hallo, liebe Zwillinge, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über den Mai 2023. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr erfreut euch bester Gesundheit. Liebe Zwillinge, natürlich könnt ihr sämtliches, was mich, meinen Kanal, meine Readings betrifft, unten in der Infobox finden an Informationen und an Einzelheiten. Ich habe dort euer aktuelles Jahresreading für euch hinterlassen. Ich habe dort Social Media Links von mir hinterlassen, sowie auch jedes einzelne Info- und Special Video, das ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Ebenso findet ihr dort unten beispielsweise den Kanal von meiner Mutter, sowie auch natürlich das weiterführende Reading über diese Legung hier, welches ihr dort im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne annehmen könnt. Natürlich nicht müsst, und ansonsten starten wir mit eurem Reading. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in den Mai 2023 meiner Zwillinge. Erneuerung. Erneuerung, liebe Zwillinge, ist eure Hauptenergie für diese Zeitspanne. Bei Erneuerung geht es häufig darum, einen Zustand zu heilen, zu regenerieren, zu überkommen oder zu überwinden, der zu einem gewissen Zeitpunkt eine sehr intensive Energie auf euch ausgewirkt hat. Es hat hier einen Zeitpunkt gegeben, wahrscheinlich in eurer Vergangenheit, der nicht unbedingt der annehmlichste aller Zustände war, um es mal so auszudrücken. Da wurde einem wehgetan, da wurde man enttäuscht, da hat man sich vielleicht auch am Boden zerstört gefühlt. Aber so mehr und mehr kommt hier wieder neues Leben ins Spiel, wird einem neues Leben eingehaucht. Mehr und mehr kommt man wieder klar, mehr und mehr kann man sich anpassen, mehr und mehr überwindet man etwas potenziell. Mehr und mehr gibt es hier auch möglicherweise kleine Teilerfolge oder die kleinen Freuden im Leben, die einen über einen derart zerstörten Umstand hinweghelfen könnten. Ist natürlich noch viel metaphorisch jetzt ausgedrückt, kann sich natürlich auch noch auf vieles beziehen. Aber dafür gibt es ja allgemeine Tarot-Readings, die mir dann anhand der Karten da hoffentlich noch etwas mehr verraten können darüber. Die Zahl 46 könnte eine Zahl von größerer Bedeutung für euch sein, liebe Zwillinge. Möglich ist ebenso die 4 oder die 6. Möglich ist ebenso die Quersumme 10. Das wisst ihr natürlich selbst besser als ich. Auf jeden Fall ist die Erneuerung eure Hauptenergie. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in den Mai 2023, meiner Zwillinge. Die 4 der Kelche. Klassisches Ablehnungsthema tatsächlich. Okay, mit den 4 der Kelche, es ist manchmal hier so zu deuten, dass es hier Chancen, Gelegenheiten und Möglichkeiten gibt, die man A erkennen muss und B am Schopfe packen muss, bevor sie dann einem nicht mehr gegeben sind, bevor sie an einem vorbeigezogen sind, könnte man sagen. Aber hier, vor allem bezogen auf diese Hauptenergie, diese Erneuerung, scheint es mir in der Vergangenheit eine Art Ablehnung gegeben zu haben. Da wollte jemand euch nicht haben, da wollte jemand euren Kelch nicht haben, den ihr einem bestimmten Menschen möglicherweise angeboten habt. Vielleicht wurde euer Wert nicht erkannt, vielleicht wurde dir abgetan, klein geredet, für selbstverständlich erachtet. Das kann ich mir noch in verschiedenen Variationen vorstellen. Auf jeden Fall ist dir die Enttäuschung zu einem gewissen Zeitpunkt sehr, sehr groß gewesen. Wie geht es weiter? Die 7 der Stäbe. Die 7 der Stäbe deutet häufig auf Hürden und auf Barrikaden hin, die man hier überwinden müsste. Es würde hier auch die Deutungsvariante geben, dass man hier auf Distanz gegangen ist, dass man sich abgeschottet hat möglicherweise, dass man sich vielleicht auch verteidigen hat müssen, dass man hier ganz Bestimmtes in der Vergangenheit hat lassen müssen und hat sich dagegen gewehrt, ständig daran zurückzudenken, ständig daran oder damit konfrontiert zu werden, ständig auch damit umzugehen zu müssen. Also es gibt hier natürlich ganz bestimmte Überwindungsmaßnahmen von etwas, was passiert ist. Die können sehr differente und sehr individuelle Natur sein. Aber ich glaube, ihr habt euch hier so gut wie möglich von einem Thema entfernen wollen, mit der Absicht natürlich, dass es einem dann auch nicht mehr so stark zu Herzen geht. Das kann ich hier schon recht deutlich entdecken. Wie geht es weiter? Die Königin der Stäbe.
Eine Hofkarte im Feuerzeichen, die Königin der Stäbe in der Mitte des Readings oben, kann hier natürlich auf einen Bezugsmenschen hindeuten, kann auch eure Energie sein. Ihr werdet allerdings typischerweise in den Hofkarten im Luftzeichen dargestellt. Die Königin der die Königin der Stäbe charakteristisch gesprochen ist eine meistens attraktive Person, jemand, der feurig ist, leidenschaftlich, spontan. Teilweise etwas zu spontan, dann könnte man fast schon sprunghaft sagen. Aber das ist auch jemand, der weiß, welche Knöpfe er oder sie, bitte geschlechtlich natürlich immer neutral deuten, bei einem ganz bestimmten Mitmenschen drücken müsste, um mit ihm oder ihr gut klarzukommen oder vielleicht sogar von ihm oder ihr das zu bekommen, was man haben will. Es kann in Richtung manipulative Art und Weise gehen, muss es nicht. Manchmal ist es tatsächlich auch die Menschenkenntnis, die einem ja tatsächlich dieses Wissen vermitteln kann. Aha, mit diesem Menschen muss ich so umgehen und dann ist er auch gut zu mir, nett zu mir, lieb zu mir, dann hilft er mir oder etwas derartiges natürlich. Das ist dann die Menschenkenntnis, das ist nicht die Manipulation, aber die kann hier auch gut und gerne noch eine Rolle spielen. Das muss ich mir auf jeden Fall noch weiterhin anschauen. Charakteristisch, wie schon gesagt, kann das hier auf einen bestimmten Mitmenschen von euch zutreffen. Es kann auch natürlich auf euch selbst zurückzuführen sein. Wie geht es weiter? Der Stern. Der Stern ist Wunscherfüllung sowie auch Heilung. Eine Heilungskarte auf die sieben der Stäbe in der Spiegelung bestätigt eigentlich nochmals das, was ich vorhin schon vermutet habe, nämlich dass man sich von einem widrigen Umstand, von etwas, was einem geschmerzt hat, wehgetan hat, enttäuscht oder frustriert hat, so gut es ging, entfernen wollte, damit es einem nicht mehr so stark belastet, damit es einem nicht mehr so nahe kommt oder so ans Herz kommt, wenn ihr versteht, was ich meine. Und es scheint mir hier, dass dieses Abstand nehmen oder das sich distanzieren, sich entfernen, eventuell mit einem Menschen zu tun hat, definitiv aber mit einem vergangenen, sehr negativen Umstand zu tun hat, der natürlich mit diesen Menschen hier möglicherweise erlebt wurde. Man hat sich hier versucht zu heilen, man hat hier versucht, auf gut Deutsch gesagt, wieder klar zu kommen. Dieser Stern ist sehr kompatibel mit der Erneuerungsenergie eurer Hauptenergie. Weiterhin steht der Stern für Klarheit in manchen aller Fällen. Man hat hier womöglich Abstand gewinnen müssen, um das große Ganze sehen zu können. Manchmal gelingt es einem nicht, das Offensichtliche zu sehen, was vor einem direkt vor der Nase ist, sondern wenn man etwas auf Abstand geht, dann hat man ein besseres Bild, dann hat man einen besseren Blick. Natürlich ist das eine Metapher, aber auch das kann hier ein mögliches Vorgehen von vielen von euch sowie auch von diesen Bezugsmenschen hier sein. Auch den Stern möchte ich mir noch genauer anschauen. Wie geht es weiter? Das ist das Ass der Kelche. Das Ass der Kelche kann hier auf die Friedensfindung hindeuten. Diese Friedensfindung kann sich im zwischenmenschlichen Sinne natürlich ereignen. Es kann aber auch der Frieden für sich selbst sein, den man hier sucht. Dann spricht man von der inneren Balance, von der Ausgeglichenheit. Gut und gerne kann das hier so gedeutet werden, neben einer Heilungskarte. Da versucht man wieder Fuß zu fassen, könnte man sagen. Man versucht vom Boden aufzustehen, kann man auch sagen. Man versucht hier im Leben, im Alltag, im weiteren Vorangehen den Sinn und Zweck zu finden und zu entdecken. Mit dem Ast der Kelche kann es im partnerschaftlichen bzw. zwischenmenschlichen Sinne natürlich auch darauf hinauslaufen, dass man hier mit einem ganz bestimmten Menschen einen engeren Kontakt knüpfen will, dass man hier Gefühle, die man für jemanden empfindet, rauslassen möchte, denen nachgehen möchte, kann man auch sagen, aber vor allem hier mit dem Ast der Kelche auf die vier der Kelche ist es hier sehr, sehr deutlich, dass Gefühle und Emotionen, die man wahrscheinlich in der Lage war zu äußern, in der Vergangenheit nicht erwidert wurden oder dass einem diese Äußerungen tatsächlich nicht geglaubt wurden. Da hat man jemandem möglicherweise gesagt, dass man einen liebt und diese Liebe wurde entweder nicht erwidert, vielleicht aber auch sogar gar nicht für voll genommen. Das kann ich mir so oder so noch vorstellen. Es scheint mir hier aber auch, dass diese Königin der Stäbe eine tragende Rolle bei diesem Szenario spielt.
Die 10 der Münzen im Outcome ist eine der drei besten Outcome-Karten, die man überhaupt haben kann. Sie deutet auf Stabilität, Langfristigkeit. Das wäre übrigens die nächste beste Outcome-Karte, die man haben kann. Die 10 der Kelche. Aber die hier deutet auf Stabilität, in Langfristigkeit, Erfolg auf ganzer Linie. So ist es hier meistens im Outcome tatsächlich zu deuten. Also es wird hier diese Erneuerung auf lange Sicht gesehen definitiv stattfinden. Ich sehe hier sehr positive Entwicklungen für diese Situation. Auch wenn man hier gut und gerne Startschwierigkeiten haben könnte, gelingt es einem doch mehr und mehr, sich zu heilen, sich zu regenerieren, sich wieder zu fangen, könnte man sagen. Eine Klärung zu den vier Kelchen. Der König der Münzen. Der König der Münzen, eine Hofkarte im Erdzeichen. Wiederum nicht unbedingt typisch eure Energie, liebe Zwillinge, aber ich habe hier zwei Personen, die ich entweder euch oder einem bestimmten Mitmenschen von euch zuschreiben kann. Der König der Münzen, charakteristisch gesprochen, ist jemand, der bodenständig ist, jemand, der fest im Leben steht, jemand, der nicht abhebt, jemand, der teilweise aber auch etwas egoistisch oder ichbezogen sein kann. Jemand materialistisch ausgerichtetes kann das sein, klassisches Arbeitstier möglicherweise. Der König der Münzen auf die 4 der Kelche. Das kann jener Mensch sein, der A, diesen Kelch jemanden angeboten hat, oder B, jener Mensch sein, dem ein Kelch angeboten wurde. So oder so scheint es hier zu einer, um es jetzt mal diplomatisch auszudrücken, zu einer einseitigen Willenserklärung gekommen zu sein. Einseitige Willenserklärung ist hier vielleicht nicht wirklich der treffendste aller Begriffe, aber eine einseitige Willenserklärung bedeutet im Grunde, dass einer etwas haben will und diese Durchführung des Wollens, des Anliegens benötigt die Einstimmung oder die Zustimmung eines anderen. Logischerweise, wenn hier einer mit dem einen zusammen sein möchte, dann muss der andere natürlich auch seine Zusage dazu geben. So kann man es plump ausdrücken, aber ich denke, ihr wisst, was ich euch damit sagen möchte. Und genau das ist hier in der Vergangenheit nicht passiert. Einer wollte zusammen sein mit dem anderen und der andere im Prinzip, der wollte das nicht. Eine Klärung zu den 7 der Stäben. Die 9 der Stäbe. Die 9 der Stäbe ist eine Vergangenheitskarte, ähnlich wie hier auch die 4 der Kelche zu deuten sind. Die 9 der Stäbe ist ähnlich intensiv wie die 4 der Kelche. Sie deutet darauf hin, dass man sich hier ein Stück weit unantastbar machen wollte von etwas, was bereits passiert ist. Etwas nicht mehr sich so nahe kommen zu lassen, etwas nicht mehr für so wichtig zu erachten, etwas weniger zu kategorisieren, zu priorisieren oder zu gewichten, ist hier die Maßnahme, ist hier die Devise von mindestens einem von diesen beiden dargestellten Charakteren hier. Sehr ähnlich, wie ich es euch hier auch schon mit diesem Trigger erklärt habe, so steht es hier auch in diesen 9 der Stäben. Man hat hier eine Art Zaun errichtet und man ist, seitdem man diesen Zaun errichtet hat, darauf aus, dass man hier etwas, was schon passiert ist, nicht mehr so nah an sich herankommen lässt, beziehungsweise will man hier verhindern, dass sich etwas, wie in der Vergangenheit schon einmal erlebt wurde, wiederholt. 9 der Stäbe auf 7 Stäbe, da ist man sehr, sehr bedacht darauf, dass einem hier nichts mehr passiert. Da ist man sehr auf sein eigenes Wohl, auf seinen eigenen Schutz ausgerichtet. Selbstverteidigung wäre hier auch ein Stichwort, was man nennen kann, aber da will man so schnell jemanden nicht mehr an sich heranlassen. Und das ist hier wahrscheinlich etwas, was noch weitere Konsequenzen haben wird, vor allem im zwischenmenschlichen Sinne. Hier hält man nicht nur einen bestimmten Menschen, sondern generell Menschen, die vielleicht Interesse an einem haben, vielleicht zu denen man auch interessiert ist, die hält man hier potenziell auf Abstand aus Gründen des Selbstschutzes. Und ich weiß nicht, ob ihr das so praktiziert oder ob das euer Bezugsmensch so praktiziert. Eine Klärung zur Königin der Stäbe. Der Gehängte. Der Gehängte in der Mitte eines allgemeinen Readings deutet häufig auf eine Stagnation hin, auf eine Warteposition, auf ein Standby, auf ein sich im Kreise drehen und erst einmal nicht weiterkommen. Und das ist hier vorrangig auf der Königin der Stäbe ihrer Seite zu verzeichnen. Der Gehängte weiterhin kann für ein Umdenken stehen, für einen Meinungswechsel.
für sich die Sachlage aus einer anderen Perspektive heraus betrachten, beziehungsweise die Notwendigkeit zu eben jenem Vorgehen. Es scheint mir hier zwischen euch und einem bestimmten Menschen eventuell eine Vorgeschichte zu geben im gemeinsamen Sinne oder im unabhängigen Sinne voneinander. Aber das, was da passiert ist, das stellt jetzt für ein gemeinsames Weiterkommen eine Art Barrikade dar, eine Art Schranke dar, eine Art verschlossene Tür dar, die keiner von euch imstande ist, im Moment zu öffnen, weil keiner von euch den Schlüssel hat oder keiner von euch sich traut, diese Tür beispielsweise aufzusprengen. Und ich kann hier euch noch mehrere Metaphern anführen, aber es ist und bleibt hier das gleiche Szenario. Das ist hier etwas Anhaftendes, etwas, was in der Vergangenheit liegt, etwas, was bis heute noch nicht überwunden wurde oder was man bis heute noch nicht in der Lage ist, in der Vergangenheit zu belassen. Eine Klärung zum Stern. Das Rad des Schicksals. Schicksalswege, schicksalshafte Entwicklungen, schicksalshafte Ereignisse. Das Rad des Schicksals ist eine Karte, die definitiv auf eine Art Bestimmung hindeutet. Und ich bin echt überrascht, wie oft ich in letzter Zeit das Rad des Schicksals in einem allgemeinen Reading habe. Ich glaube, gerade für den Mai hatte ich es von 12 Legungen mindestens 9 Mal, glaube ich, in einem allgemeinen Reading vertreten. Das Rad des Schicksals deutet darauf hin, dass hier etwas passieren wird, was auch passieren soll, aber damit das passiert, was passieren soll, ganz bestimmte Faktoren gegeben sein müssen. Rat des Schicksals auf den Stern. Hier ist es notwendig, um weiterzukommen, um eine Barrikade zu lösen, um jene imaginäre Tür zu öffnen, von der ich gerade gesprochen habe, ist es notwendig, etwas in Heilung zu bringen, etwas zu überwinden, etwas zu erneuern oder zu regenerieren. Das ist ja sehr kompatibel tatsächlich, vor allem hier in der Klärung auf den Stern eine Heilungskarte. So wie es aber auch für die Klarheit noch stehen kann. Das wird mir spätestens wahrscheinlich die Spiegelung da unten verraten, ob es hier bei dem Stern auch um Klarheit geht oder lediglich um das Überwinden von etwas, was in der Vergangenheit liegt, wie es auch hier zu sehen ist. Aber manche von euch, die haben hier die Möglichkeit, etwas zu tun, was sie schon einmal getan haben. Aber das, was sie schon einmal getan haben, ist dann auf eine denkbar negative Art und Weise verlaufen oder hat sich entwickelt, was aber nicht unbedingt gleichbedeutend ist, dass es sich jetzt in der Zukunft wieder genauso entwickeln wird, wie es sich schon einmal entwickelt hat. Und das sind diese Anhaftungen, das ist das, was einem brandmarken könnte, sozusagen. Eine Klärung zum Ast der Kelche. Der Ritter der Münzen. Wiederum diese Hof Karte im Erdzeichen, wiederum diese Erdenergie hier. Natürlich müsst ihr es nicht unbedingt mit einem Erdzeichen zu tun haben, auch nicht unbedingt mit einem Feuerzeichen zu tun haben. Jeder Mensch ist generell in der Lage, Charakteristiken, die zwar typisch für eine Sternzeichengattung sind, selbst anzunehmen. Der Ritter der Münzen ist jemand, der langsam aber sicher Schritt für Schritt nach vorne geht. Jemand, der einen Marathon gewinnen würde, aber jeden Sprint verlieren würde. Also auf gut Deutsch gesagt, nicht unbedingt der Schnellste. Ritter der Münzen ist jemand, der sehr beständig ist, jemand, der Sicherheit benötigt, jemand, der sehr vorsichtig sich vorantastet. Ritter der Münzen auf Ass Kelche. Dieser Mensch wird potenziell angetrieben durch Gefühle und Emotionen. Das ist jemand, der auf Basis dessen, was er fühlt, sich überhaupt in Bewegung setzt. Und das ist hier etwas Bezeichnendes für jenen König der Münzen. Nämlich dieser König der Münzen, der sitzt hier an seinem Thron, der versucht klarzukommen, dem geht es eigentlich gut, der braucht jetzt gerade nicht mehr als da seinen Thron und seine Münze, die er in der Hand hält. Aber wenn dieser Mensch hier einen Anlass hat, und den Anlass, den sehen wir hier sehr, sehr deutlich tatsächlich, dann kann sich eben auch ein jener Mensch in Bewegung setzen. Das Ass der Stäbe ist hier hinten im Outcome. Es deutet auf eine Tat hin, auf eine Handlung, auf einen Impuls, auf ein Aktivwerden in Zukunft. Und wer hier aktiv werden muss, das scheint mir hier tatsächlich eine Art zweiseitiges Spielchen zu sein. Ich glaube, dass es hier eine Situation in der Entstehungsphase gibt, in der Entwicklungsphase gibt, wie sie zwischenmenschlicher Natur sein kann. Aber beide Parteien, beide Menschen hier, die scheinen aus unterschiedlichen Gründen noch nicht
losgelöst zu sein, noch nicht so tun zu können, wie sie es gerne tun möchten, noch nicht so vorgehen zu können, wie sie gerne vorgehen würden. Und der eine hat hier ganz andere Gründe für die Stagnation, so wie der andere ganz andere Gründe für die Stagnation hat. Das Aktivwerden ist hier hinten vielleicht sogar auf euer beider Seiten zu verzeichnen. Das weiß ich jetzt schlichtweg noch nicht, aber mindestens einer von euch beiden wird hier sozusagen sich aus dieser Stagnation befreien können, sich losreißen können. Man könnte auch sagen, man folgt der inneren Stimme, man folgt dem inneren Antrieb oder der eigenen Motivation. Eine Klärung zum König der Münzen. Oh. Diese 7 der Schwerter auf eine Hofkarte geklärt. Es ist eine ganz, ganz eindeutige Sprache. Und zwar hat hier jemand eine Maske aufgehabt. Hier hat jemand ein Spielchen getrieben. Hier hat jemand das eine gesagt und das Gegenteil getan. Hier hat jemand für eine Verletzung von einem Menschen gesorgt, potenziell. Und das ist in der Vergangenheit passiert und betrifft diesen König der Münzen hier. Es ist hier auf der Hand eigentlich, warum ein König der Münzen hier schön still und heimlich in seinem Thron sitzt, nicht unbedingt irgendwelche Anstalten macht, nach vorne zu gehen. Der hat sich hier jetzt gemütlich gemacht, sozusagen. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, denn dieser Mensch hier, der glaubt so schnell nichts mehr, was er oder sie hört oder er oder sie fühlt. Und das ist etwas, was in der Schwere, in der Intensität eigentlich kaum zu beschreiben ist, nach außen aber einen relativ nüchternen Eindruck verschaffen könnte. Das ist so ein Mensch, wenn ihr jemanden auf der Straße begegnet, und ich möchte euch das anhand dieses Beispiels erklären, wenn ihr jemanden auf der Straße begegnet, liebe Zwillinge, und ihr kommt mit diesem Menschen ins Gespräch und ihr fragt diesen Menschen, ja, hast du einen Freund, hast du eine Freundin, bist du verheiratet oder bist du mit irgendjemandem zusammen, und dann sagt dieser Mensch, nö, brauche ich nicht. Und das nimmt man dann so hin. Dieser Mensch, ne, ich brauche niemanden an meiner Seite, ich will auch niemanden an meiner Seite. Das nimmt man dann so hin. Was der Hintergrund ist, ist meistens etwas sehr, sehr Bedauerliches, etwas, was mit Lug und Betrug zu tun haben kann, etwas, was mit gebrochenen Versprechen zu tun haben kann, vielleicht sogar, dass man hier eine Art Band, das für immer hätte halten sollen, absichtlich durchschnitten haben muss, aufgrund des Verhaltens eines gewissen Menschen oder aufgrund der äußeren Umstände, die vorherrschend waren. Also der Grund hinter einem derartigen, ich sage jetzt mal wirklich gelassenen Eindruck, der kann manchmal sehr gravierend sein. Und das ist genau hier drin auch dargestellt mit den 7 der Schwertern auf diesen König der Münzen. Also dieser König der Münzen, ich würde was wetten, dass dieser Mensch, wenn er oder sie dem Richtigen begegnet, dem richtigen Gegenpart, dem richtigen Gegenüber in dem Sinne, dann würde sich dieser Mensch darüber freuen. Aber der äußere Eindruck, der deutet hier eher darauf hin, dass jemand aufgrund von einer ge gemachten oder erlebten recht negativen Erfahrung tatsächlich dann auch sich für zukünftige Entwicklungen zwischenmenschlicher Natur nicht unbedingt begeistern kann. Das ist jemand, der sich lieber nicht darauf einlässt, bevor einem nochmals etwas derartiges passiert, wie schon einmal passiert ist. Das sehen wir in der Klärung, das sehen wir in dessen Klärung und wir sehen es hier auch noch im Trigger und in der Konjunktion. Das ist eine ganz, ganz eindeutige Angelegenheit. Und dass sich dieser Mensch hier in Bewegung setzt, ist hier extrem erstaunlich, weil auch wenn dieser Mensch Gefühle und Emotionen entwickelt, ist es meistens etwas, was einem sofort an das, was da schon mal passiert ist, erinnern kann. Sehr, sehr interessantes Reading. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Eine Klärung zu den 9 der Stäbe. Ich finde, ja, das ist ganz, ganz eindeutige Sprache hier. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr jener König der Münzen seid, liebe Zwillinge, oder ob ihr jene Königin der Stäbe seid, die hier dargestellt ist. Aber einer von euch beiden, und es geht hier um einen Bezug zwischen euch und einem bestimmten Menschen. Und bitte Bezug nicht immer mit Partnerschaft verwechseln oder etwas derartiges. Ihr habt hier einen Menschen in eurem direkten Umfeld, zu dem ihr euch womöglich hingezogen fühlt, oder jemand fühlt sich zu euch hingezogen. Eins von beiden. Ihr konjugiert hier nicht miteinander, ihr spiegelt nicht aufeinander, ihr seid nicht aufeinander geklärt. Das kann sehr, sehr gut sein, dass ihr beide nicht unbedingt, also je nachdem, wer hier Gefühle und Interesse für jemand anderen hat, das zeigt man nicht unbedingt. Das ist auch nichts Offensichtliches. Es ist etwas, was hier dargestellt ist.
aber wahrscheinlich keiner von euch beiden in diese Richtung gewisse Anstalten macht, jedenfalls noch nicht. Mit den fünf der Münzen klassisches Verlassensthema. Das ist hier und hier und hier zu sehen, dass man hier eine Beziehung wahrscheinlich hinter sich gebracht hat oder bringen musste. Eins von beiden aus Sicht des Königs der Münzen hier. Das ist etwas, was man gerne verhindert hätte, aber am Schluss nicht zu verhindern war. Entweder aktiver oder passiver Natur. Es kann etwas mit Fremdgehen zu tun haben, kann was mit Ghosting zu tun haben, kann was mit gebrochenen Versprechen zu tun haben, kann im Schlimmstfall sogar bedeuten, dass der Partner dieses Königs der Münzen hier beispielsweise verstorben ist. Auch das kann hier tatsächlich dargestellt sein. So oder so ist hier extrem deutlich die Schwere dieses Königs der Münzen zu sehen, was eben hier, 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 hier und hier dargestellt ist. Dieses, was da passiert ist, hat einen dermaßen mitgenommen, dass man jetzt nach außen hin so sagt, ich brauche niemanden, ich will niemanden an meiner Seite, ich komme super alleine zurecht, gar kein Problem. So gefasst ist dieser Mensch, aber so innerlich zerbrochen, wie dieser Mensch hier potenziell ist, lässt er es sich nicht anmerken. Und auch wahrscheinlich deswegen herrscht hier dieses gewisse Abstand halten, dieses gewisse Distanzieren, dieses, sobald es um Gefühle, Emotionen, Wunschpartnerschaften oder etwas derartiges geht, da wird dieser König der Münzen sehr schnell wahrscheinlich sehr ruhig werden, vielleicht sich sogar aus dieser Situation entziehen. Das kann ich mir gut und gerne vorstellen. Eine Klärung zum Gehängten. Das ist die Gerechtigkeit. Eine Entscheidung, ein Gleichgewicht, eine Balance könnte hier drin dargestellt sein, aber ich glaube, es ist hier potenziell eine Entscheidung zu treffen, entweder das Ganze auf sich beruhen zu lassen oder am Ball zu bleiben. Man hat hier die Möglichkeit, weiterzumachen oder es bleiben zu lassen. Und diese beiden Möglichkeiten gibt es hier tatsächlich und die sind hier eher auf die Königin der Stäbe zu beziehen, hier in der Spiegelung. Hier ist das Stagnieren, hier ist das Weitergehen. Aber was da passiert ist hier, entweder hat man davon Kenntnis oder man hat keine Kenntnis, aber man bemerkt diese Distanzierung, man bemerkt dieses Abblocken, könnte man tatsächlich sagen, seitens der Königin der Stäbe natürlich. Diese Königin der Stäbe, die scheint mir hier Grundsympathien oder Grundinteresse an jemandem zu haben, der dieses Grundinteresse nicht unbedingt offensichtlicher Art und Weise teilt. Jetzt kann man als Königin der Stäbe, und ich nannte euch vorhin schon die Charakteristiken dieser Königin der Stäbe, natürlich es dennoch versuchen. Denn da ist ein Mensch dargestellt, der eine sehr ausgeprägte Menschenkenntnis hat, der weiß, wie man andere um den Finger wickelt, der weiß, mit seinen oder ihren Reizen zu spielen, der weiß, jemanden zu provozieren, der weiß, jemanden für sich zu gewinnen, sich zu umschmeicheln. Das ist jemand, der super flirten kann. Das ist jemand, der seine Vorzüge zur Geltung bringen kann. Eine heißblütige Person kann man tatsächlich auch dazu sagen. Das ist jemand, der gut weiß, wie man auf sich aufmerksam macht. Und ich denke, ihr könnt diese Person entweder euch oder eurem Gegenüber potenziell zuschreiben. Je nachdem ist dann der jeweils andere in diesem König der Münzen vertreten. Und die Königin der Stäbe hat jetzt hier entweder die Möglichkeit, das Ganze sein zu lassen oder das Ganze weiterzuführen. Je nachdem, was ihr oder sie, was ihm oder ihr einfällt, was man hier tun könnte. Aber ich glaube nicht, dass man hier groß in die Vergangenheit dieses Königs der Münzen involviert ist. Und das kann die ganze Sache deutlich erschweren. Die Entscheidung dieser Königin der Stäbe weiterzumachen oder es bleiben zu lassen, die wird hier potenziell noch getroffen. Eine Klärung zum Rat des Schicksals. Der Narr deutet jetzt eher darauf hin, dass man weitermacht. Okay. Mit dem Narren ist hier Neustartsenergie dargestellt. Es ist Optimismus, Positivität, Lebensfreude ist darin dargestellt. Es ist jemand, der sich vielleicht sogar auf ungewohntes Territorium begibt. Das wäre ebenso möglich. Mit dem Narren neben der Justitia ist hier potenziell die Entscheidung zu einem Neuanfang dargestellt. Und der beinhaltet hier diesen Ritter der Münzen, respektive König der Münzen. Interessant. Es könnte hier sehr, sehr gut sein, dass diese Königin der Stäbe, unabhängig davon, ob ihr das seid oder ob das euer Gegenüber ist, sich an diesen Menschen hier sozusagen
sich einen Wolf gefressen hat, sagt man doch da, glaube ich. Oder irgendwie so gibt es da ein Sprichwort davon. Auf jeden Fall hat dieser Mensch hier an diesen Menschen hier reges Interesse. Und dieses rege Interesse kann körperlicher Natur sein, das ist das eine, kann natürlich auch emotionaler Natur sein, das ist das andere. Auf jeden Fall herrscht hier dieser Wille, dem Gegenüber näher zu kommen. Hier ist die Entscheidung dazu getroffen, weiterzumachen. Hier kann aber auch jetzt die Entscheidung getroffen worden sein, mehr Informationen zu gewinnen, vielleicht Recherche zu betreiben. Ich sehe hier noch keine Kommunikation, die kann natürlich für den einen oder anderen dennoch passieren. Aber ich glaube, dass diese Königin der Stäbe sich schlau macht über diesen König der Münzen. Ob das jetzt über Freunde ist oder ob das über soziale Medien ist oder ob das durch Beobachtung passiert oder einfach durch Fragen, das kann natürlich so oder so sein. Aber diese Königin der Stäbe, die will hier diesem König der Münzen näher kommen. Diese Königin der Stäbe sieht hier ein gemeinsames Ziel, einen gemeinsamen Weg, möglicherweise auch etwas, was tatsächlich intensiviert werden soll. Diese beiden können befreundet sein miteinander an einem gewissen Zeitpunkt und einer von den beiden, und dann ist es die Königin der Stäbe, will dann mehr als Freundschaft haben. Aber diese Erneuerung, die ist hier sehr trickreich zu deuten, denn sie ist für jenen Menschen etwas anderes als für jenen Menschen hier dargestellt. Für diesen König der Münzen ist diese Erneuerung, über etwas hinwegzukommen, und zwar final und emotional darüber hinwegzukommen. Das Ganze auch wirklich in der Vergangenheit belassen zu können und dafür Sorge tragen zu können, dass das einem heute und auch zukünftig nicht mehr mitnimmt, nicht mehr beeinflusst, nicht mehr dieser Klotz am Bein ist. Das ist die Erneuerungsenergie für den König der Münzen. Für die Königin der Stäbe ist diese Erneuerungsenergie das Sehnen nach einer neuen Beziehung, Partnerschaft oder Freundschaft. Das Sehnen nach einem neuen Weg, nach einer neuen Möglichkeit, das Wollen des Durchstartens. Das ist hier die Erneuerungsenergie für die Königin der Stäbe. Sie ist hier different zu deuten, diese Erneuerungsenergie. Auf die eine oder auf die andere Weise geht es hier eben darum, eine Stagnation für den einen dieser Art, für den anderen dieser Art aufzuheben, um dann potenziell, wenn es nach ihr hier geht, gemeinsam weiterzumachen. Eine Klärung zum Ritter der Münzen. Die 10 der Münzen. Also Stabilität, Langfristigkeit, Erfolg ist hier drin definitiv dargestellt. Wir haben den Pagen der Kelche im Outcome. Hier macht jemand diese kleinen, aber feinen Schritte in Richtung nach vorne. Beständigkeit ist hier drin, Sicherheit ist hier drin. Definitiv aber auch so etwas wie Verlässlichkeit ist hier drin zu erkennen. Die 10 der Münzen sind manchmal Werte, die in einem ganz bestimmten Bereich von größerer Wichtigkeit sind. Beispielsweise, was eine Partnerschaft angeht, da ist Vertrauen zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Genauso wie Ehrlichkeit, genauso wie Verständnis, Toleranz und Einfühlungsvermögen. Also natürlich ist es dann je nach Genre etwas unterschiedlich zu gewichten, auf was es hier potenziell ankommt. Aber Beständigkeit, Langfristigkeit, Sicherheit, das sehen wir hier drin schon sehr, sehr deutlich. Darauf kommt es auch diesen Ritter der Münzen an. Das ist dieses einen Schritt nach den anderen. Und das hier ist der Auslöser. Gefühle, Emotionen, die in einem geweckt werden, höchstwahrscheinlich durch diese Königin der Stäbe, weil die hier weiß sehr, sehr gut, wie gesagt, welche Knöpfe man drücken muss, wie man jemanden aufmerksam auf einen selbst macht, wie man aber auch jemanden umschmeicheln könnte, wie man jemanden heiß machen könnte, vielleicht sogar. Das geht in viele verschiedene Richtungen, aber da ist die Königin der Stäbe tatsächlich die Königin in dieser Disziplin. Dieser Page der Kelche, der ist hier eine wahrscheinlich sogar ähnliche Form wie die Königin der Stäbe. Hier ist es aber nicht auf dieses Reizen, auf dieses Aufreizen sein, jemanden, ne, zu zeigen, da, hier bin ich, bewundere mich, sondern der hier ist eher flirterisch, der hier ist hilfsbereit. Ein Kavalier, ein Gentleman könnte man auch sagen. Das ist jemand, der höflich ist, gute Manieren hat, jemand, der sich einschmeicheln könnte, jemand, der ja jemanden grüßt, jemanden schreibt: Hi, hoffe, du hast gut geschlafen, wünsche dir einen schönen Tag, oder Hi, wie geht's dir, kann ich dir etwas Gutes tun, oder etwas derartiger. Also der klassische Gutmensch, der klassische nette Mensch ist darin dargestellt. Und ich glaube eher, da hier das Interesse, das primäre Interesse von dieser Königin der Stäbe hier ausgeht, wird hier auch der Page der Kelche ein Vorgehen jener Königin der Stäbe sein. Und ich bin mir nicht sicher, da es hier
zwei Energien gibt, die beide recht untypisch für euch sind, liebe Zwillinge. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr in der Position oder in der Position seid. Das ist auf die persönliche Situation zu beziehen, aber ich hoffe dennoch, dass ich euch beide Positionen, beide Umstände, beide Situationen adäquat erklären habe können. Und ich möchte mir diese drei Karten jetzt im weiterführenden Reading natürlich nochmals ganz genau anschauen. Ich hoffe dann hierüber auch noch etwas mehr Details herauszufinden, noch mehr Einblicke gewährleisten zu können, noch tiefer hier in diese Materie einzutauchen und dann natürlich auch Tendenzen anstellen zu können, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Und liebe Zwillinge, solltet ihr euch in der oder der Situation befinden, die hier auch kompatibel mit den Energien ist, wie ich sie euch hoffentlich auch verständlich habe näher bringen können. Kurz gesagt, resoniert dieses Reading für euch und seht ihr euch in einer derartigen Situation, könnt ihr natürlich gerne das weiterführende Reading ansehen. Unten in der Infobox der erste Link direkt, wie gesagt, würde euch dorthin führen. Es ist natürlich kein Muss, diesem Angebot nachzugehen. Ich wünsche euch unabhängig von diesem Reading einen schönen Mai. Bleibt vor allem gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.